Jetzt denke ich, ist es besser, Mami. Wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Was war das? Sofort. Mami, gib ihn mir. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, Mami. Wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhige dich sofort. Zilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen am Meereferik. Zilla, Liebling. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war gerade im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorie-Theater zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich Wenn ich das doch auch könnte. Stell dir die Möglichkeiten vor. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag. Ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Ich zeig dir ich ein sollte paar dich Leute, bestrafen, die ich kenne. Meine die Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der war schlimm. Zeig mein Memo über die Memorie-Theater zu lesen. Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich Wenn ich das doch auch könnte. Stell dir die Möglichkeiten vor. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Wir könnten das. Was ist das? Oh, Scheiße! Das Memo! Schlechtes Wort, schlechtes Wort! Papa wird mich umbringen! Mami? Mami? Nelin? Alles in Ordnung. Nicht schlimm. Es ist meine Schuld, Liebling.
Mami? Nelin, dein Bein. Oh, mein Schatz, du warst nicht schuld. Ich war unvorsichtig. Und es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz, es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Terrorist wurde auf ihrer Etage entdeckt. Ein Kommando ist auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben reißt uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Mami, ich... Geh! Lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Auf nie vergessen. Philipp, morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Millen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist, ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. Tollste Option, aber na gut. Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Leidenschaft, mir ist gefallen! Nimm meine Augen!
Ich bin wir. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket, ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. Der Kontrollposten ist nun aktiv. Bitte zurücktreten. Das Glas schließt. Ich hab's. Bad Requests Picksocket. Perfekt. Damit knackst du Sicherheitsschlösser. Lass mich raten. Bad Request ist mein heimlicher Bruder. Stimmt's?